Guten Morgen, heute fange ich mit Gänseblümchen auf meinem Haupthaar an und Brille hier. Ihr seht's, war eigentlich auch schon wieder nicht gewollt. Keine Ahnung, was hier passiert. Ja, ich stelle mich gleich wieder um. So, jetzt bin ich für euch da. Ist ja ganz witzig. Ich stelle immer mein Logo hier oben. Seht ihr das? Das stelle ich immer ein und irgendwie verstellt sich das immer, wenn ich meinen Beitrag beginne. Ja, guten Morgen habe ich euch ja schon gesagt, ne? Ich begrüße euch und heute werden wir sehr normal und sehr dezent arbeiten. Ich weiß schon, ich nebenbei grusel ich in meinem Täschchen hier, weil ich hier noch was vergessen habe, was ich raustun wollte. Und ich teile als erstes mein Video. Oh, es gibt eine neue Funktion, sehr schön, auch nicht schlecht, habe ich auch noch nicht gesehen. Muss ich demnächst dann mal ausprobieren. So, ich will die in meiner Chronik teilen. Posten. Sehr gut, ja. Und wir werden heute mit der BB-Cream arbeiten und dem Concealer, so rum. Und dann starten wir jetzt auch gleich. Und schütteln erstmal den Concealer. So. Und tragen den. Ach, den schütteln den Concealer. Ich bin heute Morgen aber auch hier. Wir schütteln die BB-Cream, ne? Guten Morgen an die Zuschauer. Und den Concealer werden wir uns jetzt auf den Handrücken auftragen. So, schaut mal. So eine Menge braucht ihr ungefähr. Den Concealer nehme ich deshalb mit in die BB-Cream, weil ich ein bisschen mehr Deckkraft haben will. Ihr seht mein rotes Näschen. Ich war gerade draußen. Es ist sackekalt bei uns. Es ist viel Wind bei uns. Und ohne Mütze. Und, oh, es war echt kalt. So, jetzt trage ich hier noch, ihr hört, sie ist fast leer, die BB-Cream auf. Und dann mische ich das mit meinem Pinsel. Und dann trage ich mir das aufs Gesicht auf. So. Ich muss ja immer hier die Wochenendtischbelagerung aufräumen und ich bin immer wahnsinnig erstaunt, was sich dann tagsüber am Wochenende auf so einem Tisch alles ansammelt. Ich sitze ja hier an unserem Esszimmertisch. Schaut mal, mein rosanes Näschen ist schon weg. Und habe das erstmal beiseite räumen müssen. Das ist echt Hammer. Ja, ansonsten starten wir frisch und fröhlich wieder in den Montag. Nein, Quatsch. Montag macht Spaß. Montag, Dienstag macht immer Spaß, weil meine Kinder dann relativ lange weg sind und ich hier endlich mal zu was komme. Ansonsten bin ich ja nur Hin- und Herrenner und Chauffeur und so. Und von daher, ja. Kirstin, ich kann dich heute wieder neidisch machen, weil ich arbeite heute wieder mit den neuen Farben. Ja, ich weiß, das war jetzt gemein. Ich finde das auch doof, dass sie ausverkauft sind. Aber spätestens dann, wenn sie wieder rauskommen, dann bist du dabei. Glaub mir, die sind so schön. Ich zeig sie dir. Schaut mal. Das sind die vier der neuen Farben und wir arbeiten heute mit dem Orange hier. Wobei, also es ist eigentlich nicht wirklich orange, es ist so ein Bronze-irgendwas-Ton, schimpft sich, Achtung, ich hoffe, ich habe genug Licht, es schimpft sich Visionary. So, und jetzt nehmen wir erstmal das Bronzing Powder und machen uns noch schöne Bäckchen, Wangenbäckchen. Habt ihr gemerkt, ich habe hier eben hingegriffen. Vom Licht her. Das verändert es gleich. Das ist Wahnsinn. So. Die gibt es schon wieder, ey. Super. Guck
cool. Siehst du, was ich alles verpasse? Das ist doch toll, dass es die schon wieder gibt. Siehst du, ich bin nicht up to date. Aber ich habe im Moment auch niemanden, der sie haben wollte. Und von daher war das ja nicht beobachtungswürdig sozusagen. Ich bin echt gespannt, was im nächsten Monatsangebot rauskommt. Ich bin ja der Meinung, die bringen bestimmt irgendwas mit der neuen Ulogy-Serie raus. Ich verblende das hier noch so ein bisschen. Und da. Das ist mit Sicherheit im Monatsangebot drin. Mal gucken. Guten Morgen, Diana. Freut mich. Hey, zwei Zuschauer. So früh am Morgen. Ich mache das jetzt ab sofort immer um 8. Nein. Ich wechsle immer so, wie ich kann und so, wie es mir ja gefällt. So, heute tragen wir auf die Augen. Ich suche schon wieder hier mein Pinselchenkram. Heute tragen wir auf die Augen was ganz anderes auf. Und zwar unser Highlighterpuder. Und das kann man nämlich wunderbar, wie ihr seht, mein Licht flackert hier. Hallo, geht's noch? Nicht kaputt gehen, sonst sitze ich hier im Dunkeln. Das kann man nämlich wunderbar auch als Lidschatten verwenden. Und da es heute ja ganz natürlich sein soll, nehme ich das da und ich finde, das Weiß ist so schön. Und bei uns schneit es schon wieder draußen so ein bisschen. Wie gesagt, es ist sackekalt, es ist windig. Ich habe noch überlegt, den Ofen anzuschmeißen, aber das hätte ich mit meiner Ankündigung nicht so ganz geschafft. Es ist jetzt nicht so kalt, dass ich friere, aber ja. So. Das gebe ich mir natürlich auch gleich hier noch ein bisschen unten drunter, unter die Augenbrauen. Ich habe ja nie Augenbrauen gemacht und wenn ich jetzt hier in so einem Video sitze und sehe meine Augenbrauen, das geht nicht mehr ohne. Irgendwie, ich finde, das ist ein total anderer Look, wenn du da mit deinen Augenbrauen nur so ein bisschen mit dem Stift hin und her, ich bin ja meistens zu faul, die Augenbrauenpalette zu nehmen. Ich lese gerade. Also wir haben noch genug Schnee, Diana. Von daher, ja. Aber Herr Wind, ich habe so tibetische Gebetsfahnen. Jeder sagt, was hast denn du da für bunte Fähnchen am Haus? Es sind tibetische Gebetsfahnen, Leute. Die hängen am Haus, die flattern hin und her und ja. Schaut mal, wie sich das jetzt so schnell verändert, nur so mit so ein bisschen malen. Und man muss auch gar nicht so exakt sein, finde ich. So. Seht ihr den Unterschied, ne? Bisschen ausgebürstet. So, schon erledigt. Ja, und mein großes Können ist ja immer, ich fange 5 Sätze an und weiß dann nie, wo ich geblieben bin. Also irgendwas hatte ich mit Gebetsfahnen, dass die im Wind hin und her schwanken. Ja, nee, das mit dem Färben, das mache ich gar nicht. Habe ich mich noch nie selber rangetraut, gebe ich ehrlich zu. Das ist was, was ich jetzt hier so mit schnell anpinsel jeden Tag und ja.
Von daher reicht mir das im Moment. Ich bräuchte allerdings jemanden, der es mir zupft. Das wäre toll. Das wäre richtig toll. Aber kostet dann alles Geld und ja, im Moment haben wir es nicht so dicke, gebe ich ehrlich zu. Ist einfach so. So, jetzt kommt die Farbe, auf die die Kirstin wartet. Oh, jedes Mal will ich Kerstin sagen. Tut mir leid, ey. Ich bin es nicht mehr gewohnt, deinen Namen zu sagen. Siehst du mal. Hier, jetzt kommt deine Farbe. Hast du welche hast du denn bestellt? Hast du denn überhaupt schon welche bestellt? Erzähl mal. Hast du dann doch zugeschlagen oder hübbelst noch drumrum? So, guck mal hier. Ich mochte diese Farbe am Anfang, weil die so ein bisschen orange rüberkommt. Gar nicht so sehr. Also wenn ich die hier jetzt auftrage, die sieht im natürlichen Licht noch mal ein bisschen anders aus. Und von daher habe ich mich dann relativ schnell dran gewöhnt und finde die jetzt eigentlich total klasse. So, und weil ich mich jetzt umentschieden habe, wir arbeiten doch mit zwei, gehen wir jetzt hier noch in den, seht ihr das, da bin ich mit dem Fingernagel drin hängen geblieben, beim Rein- und Rausmachen, super. Ja, du hast auf jeden Fall Metallic bestellt, oder? Kann ja nicht anders das sein. Oder hast du dich mal an Matt rangetraut? Also ich habe jetzt die Außenfarbe genommen. Die Außenfarbe ist Joyful. Und die setze ich mir hier hinten noch hin. Dass ich heute drei Farben habe. Und ich mache heute auch gar keine Highlights, also keine Contouring sozusagen. Ein bisschen Contouring, ja, mit dem Bronzer, aber nichts, was die Höhen angeht. Das Ganze blende ich, wenn ich meinen Blending Brush habe, dann noch aus. So, schaut. Das Witzige ist ja immer, ich habe eine Freundin, die guckt mich immer im Bad an, wenn sie sich morgens fertig macht. Das ist dann immer cool. Ich bin dann immer bei ihr im Bad dabei. Also irgendwie mit dem Licht und sobald ich was hochhalte, das geht mir ja auf die Nüsse. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. So. So. Und? Super dezent, oder? Kann man nichts sagen. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, wir haben ja dieses Puder, dieses Highlighter-Puder oder auch diesen Sticky hier. Ja, siehst du, da bin ich schon fertig im Bad. Und ihr könnt diesen Stick auch noch woanders einsetzen. Ich zeige den euch ja immer hier, hier oder hier auf den Wangen. Und im Sommer ist es eine ganz tolle Idee. Es wird ja auch bald Frühling, da könnt ihr das auch verwenden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich treffe. Jetzt überlegt mein Rechner natürlich. Ihr könnt euch den hier auf die Knochen geben. Dann leuchtet das so ein bisschen. So. Und mein PC, der will mich immer verarschen, der blendet mittlerweile immer ein Video, ist unterbrochen, aber es stimmt mittlerweile gar nicht. So,
Also ihr könnt euch das hier hingeben und dann glitzert das im Sommer noch so ein bisschen toll. Ich gucke jetzt mal in meinen Spiegel, aber man sieht das. Ich mache das jetzt extrem mal, damit ihr davon was seht. Oder auch nicht. Also ich sehe es nicht. Seht ihr es? Doch, so ein bisschen sehe ich es, wenn ich es jetzt hier so ein bisschen drehe. Gell? Jetzt warte ich auf mein Video, das ist ja zeitversetzt. Meine Nasenspitze mache ich heute noch so ein bisschen. So. Ja, also ich lasse das jetzt mal so. Man kann das, wie gesagt, noch verblenden. Ich mache das jetzt wegen euch so stark, damit ihr das auch seht. So, und nu? Lippen. Wir haben das Lippenpeeling vorher drauf gemacht. Und ich habe mir überlegt, was mache ich denn? Jetzt zeige ich diesen neuen Splash, den ihr ja auch schon so oft gesehen habt. Oder nehme ich heute mal wieder einen pflegenden Opulence. Und die Wahl ist auf pflegenden Opulence gefallen. Aber dazu muss ich ihn suchen, weil ich habe den und ich finde den sowas von geil. Hier ist er. Der ist so ein bisschen lila. Und der ist, das ist einer meiner Lieblingsfarben. Schaut mal, da ist er. Sitting Pretty heißt er, glaube ich. So, und weil ich jetzt alle da drauf geräumt habe, alle Lippenstifte, habe ich meinen Applikator, den ich nehmen wollte, verlegt. Da muss ich hier neben in die Seite greifen. Da ist der neue. So. Jetzt hole ich mir hier. Ich zeige es euch. Mit dem Applikator hole ich mir ein bisschen Lippenstift herunter. So. Und der ist wirklich sehr dezent. Spiegel. Der hat wirklich nur so einen ganz leichten rosa Schimmer. Mir reicht das aber noch nicht, ich brauche noch ein bisschen mehr. Und der aufgetragen, ich mag diese glänzenden Sachen einfach immer so. Ach, Menno, finde den cool. So. Und den kann man wirklich über den Tag, den ganzen Tag tragen. Der ist einfach... absolut unauffällig. Und einer meiner Lieblingsfarben, wie gesagt, bei den Opulence. So. Im Prinzip war es das schon. Ich bin schon fertig. Wahnsinn, oder wie schnell das jetzt ging? Ich bin selber erstaunt. Mal sehen, mit was ich euch morgen auf dem Kopf empfange. Ich habe noch was. Ein bisschen, nur ein bisschen rote Wangen. Weil da draußen ist Winter und von daher dürfen es auch rote Bäckchen sein. Guten Morgen, liebes Telefon. Das kann nur meine Mutter sein. So früh ruft sonst nämlich keiner an. So, schaut mal. Jetzt muss ich wieder gegen das Telefon anreden. Super. So, jetzt bin ich fertig. Ich danke euch wahnsinnig fürs Zuschauen. Es hat mich echt gefreut. Wenn ihr möchtet, dürft ihr das Video teilen. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht morgen mit einem etwas mehr auffälligeren Look. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Meistens ist mir ja nach Bling Bling mehr. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag, guten Start in die Woche und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut, tschüss!